Da das Anfängervideo mit dem lieben Marvin schon so gut angekommen ist, geben wir euch jetzt noch ein paar Tipps für Anfänger. So, der liebe Marvin Dietermann wird uns jetzt einfach mal die häufigsten Anfängerfehler nennen, die ja vorkommen. Genau. Also natürlich ist immer eine saubere Grundposition ist immer super wichtig, denn nur mit einem sauberen Fahrstil kommt auch ein sicherer Fahrstil und damit dann auch eine sichere Geschwindigkeit. Die kommt dann von ganz alleine und genau deswegen. Wie es bei allem ist, man braucht eine gute Basis. Und die gute Basis ist dann, was viele falsch machen, dass sie die Füße richtig auf dem Fußkasten haben. Vicky macht das jetzt schon richtig. So die Füße mit dem Fußballen drauf haben, das ist Punkt Nummer 1. Das ist unser erster Kontaktpunkt zum Motorrad. Das ist schon mal das Allerwichtigste. Dann natürlich im Stehen, stelle ich mal, genau. Dann der zweite Kontaktpunkt ist die Knie. Die müssen immer am Tank sein, kannst noch ein bisschen durchstecken. Das haben wir das ganze Wochenende schon gemacht. Genau. So, dass wir wirklich die Kraft vom Körper und das Gewicht vom Körper in die Fußlasten einleiten können. Das ist super zweiter wichtiger Punkt. Dann natürlich die Hüfte, die muss beweglich sein, die muss dann auch verschiedene Stöße und auch Korrekturen vom Motorrad abfangen können oder aber auch ausführen können. Genau, dann natürlich Rücken und Brust muss dementsprechend angespannt sein, um auch die Kräfte, die beim Bremsen, beim Beschleunigen, beim Springen, bei der Landung, alle die Kräfte, die aber auf den Körper wirken, einzufangen. Genau, dann machst du schon genau richtig, die Arme sind oben, nicht zu sehr, also ein richtiger Fehler wäre das hier, das ist genauso wie für Liegestütze, da kann man gar keine Kraft aufwenden, denn wenn ich so den Lenker bewegen würde, kann man viel weniger Kraft aufwenden, als wenn man die Arme oben hat und kann dann dementsprechend den Lenker festhalten und führen. Genau, das sind so die wichtigsten Punkte oder die häufigsten Fehler im Stehen. Dann im Sitzen. Das, was die Vicky sehr gerne falsch gemacht hat, ist praktisch das zu weit hinten sitzen. Das ist wirklich, wo wir das ganze Wochenende dran gearbeitet haben. Also hier vorne hin, wenn man jetzt eine Kurve fährt im Sitzen, ist es natürlich wichtig, das Körpergewicht in den Sitz einzuleiten und das halt sehr weit vorne. Natürlich ist es jetzt immer für Hartbodenverhältnisse gesehen. Im Sand oder auf ganz weichem Boden ist es natürlich noch mal was anderes. Aber wir sind jetzt hier heute auf einer Hartbodenstrecke und das ist halt dann Fehlerpunkt 4, den wir, glaube ich, sehr oft gemacht haben. Genau. Dann nächster Punkt ist der Oberkörper. Wenn wir jetzt eine schöne flache Kurve haben, dann müssen wir natürlich viel Gewicht nach vorne bringen. Das Kinn ist über dem Lenker, damit hat man eine gute Position auf dem Motorrad und die Reifen werden gleichmäßig belastet und man kann sich dann dementsprechend in die Kurve lehnen. Das war jetzt eine Originalkurve. Ich habe mich schon richtig in der Kurve gesehen. Ja, Kopfsache ist natürlich auch dabei. Ja. Gell? Man muss auch die ganzen Sachen verinnerlichen, ist genau richtig. Deswegen haben wir auch das ganze Wochenende an den Punkten gearbeitet, dass wir das auch verinnerlichen und dass man auch in Stresssituationen, wie jetzt zum Beispiel beim Rennen später, das auch genauso umsetzt und auch im Rennen oder sonst wo sicher unterwegs ist und auch dementsprechend schnell. Genau. Perfekt. Gerne. Ich glaube, das waren jetzt wirklich viele Informationen für alle Anfänger da draußen. Also achtet auf diese Punkte. Ich weiß, es ist viel am Anfang. Macht einen Punkt nach dem anderen, aber das waren alles sehr wichtige Punkte. Und wenn man sie auch befolgt, dann verspreche ich euch, merkt ihr auch gleich einen Unterschied. Also so war es bei mir auf jeden Fall. Genau, es ist ja auch so, man kann ja auch gerne mit schnelleren Fahrern sprechen, wenn man auf eine Strecke geht oder so. Die helfen einem gewiss gerne weiter und geben dir ein paar Tipps oder ein paar Anhaltspunkte. Denn die Schritte, die man als Anfänger macht, sind natürlich sehr groß am Anfang. Und da sind natürlich so essentielle Punkte, die wir jetzt gerade eben angesprochen haben, super wichtig. Und nur dann ist man sicher schnell unterwegs. Perfekt, genau. Super, vielen Dank, Marvin. Gerne. Und jetzt bekommt ihr noch ein paar Eindrücke von unserem Ladies Weekend. Viel Spaß! We'll be right back.